Hallo Freunde, hallo, du. Ja, wir machen weiter mit Thief, wo auch immer wir in der letzten Folge. Ich höre Stimmen in der Dunkelheit, den Ruf der Krähen. Ach, die da. Ja. Was sagen sie? Was sie sagen? Sie verkünden Orions Botschaft. Das war ich nicht. Sie singen von einem glorreichen Feuer. Die Wache wird brennen, die Stadt wird schwarz und die Maschinen des Barons werden zerstört. Und wenn der Rauch sich verzieht, bricht die Dämmerung an. Wir können trotz des Gestanks frei atmen. Nahrung und Wasser für alle. Genau, wir laufen jetzt im Prinzip zurück zu unserem Auftraggeber, der uns in Emilios Laden geschickt, der Typ heißt nicht Emilio, egal, der uns in Peters Laden geschickt hat, wo wir die mechanische Hand stehlen sollten. Und naja, jetzt frage ich mich natürlich, wo ist der Typ? Und ich hoffe, die Karte hat eine gute Antwort darauf. Ich gehe doch richtig, oder? Hector, da ist er. Ist ganz in der Nähe. Hallo? Hi, Spiel. Ich hab Zeit. Okay, was lädst du jetzt? Hast du das Level, das du geladen hattest, kurz weggeschmissen, als ich die Karte geöffnet hab? Ja. Wir sind... ich weiß echt nicht, was das... Egal. Wir laufen zu Hector. Da ist er doch schon. Also, was ist das? Dein Problem, Zuschauer? Da ist doch schon Hector. Mit Erstickungsfallen kannst du Hunde und Vögel ausschalten. Jetzt übertreib's mal nicht, Junge. Hi. Seid gegrüßt. Erledigt. Hier ist die gewünschte Hand. Ah, oh, fantastisch. Hier ist eure Bezahlung, Meisterdieb. Wohlverdient. Mein Metallmann kann nicht sprechen. Einer meiner Dreckskollegen ist mit seinem Kehlkopf abgehauen. Ich habe einen Dieb angeheuert, um das Gerät zu holen. Aber der Idiot wurde von der Wache verhaftet. Mit Amateuren arbeitet man eben nicht. Wohl wahr. Deswegen habe ich auch euch engagiert. Einen echten Dieb. Jemand mit euren Fähigkeiten könnte den anderen bestimmt im Gefängnis finden und ihm den Kehlkopf abnehmen. Ja, ich nehme den mal an, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit der Hauptquest. Wir beide werden zusammen Großes vollbringen. Großes. Die Wache hat diesen dummen Dieb verhaftet. Sucht bei den Wachtürmen und Galgen nach dem Kehlkopf. Das hört sich sehr, sehr böse an. Naja, auf zum Stone Market. Und unsere nächste Hauptaufgabe war es praktisch, Besso zu befreien, der irgendwie gestohlen wurde. Das hat uns Orion erzählt in dieser sehr durcheinander gelaufenen Cutscene, die wir uns ansehen durften. Ja, wo sind denn eigentlich meine Aufträge und sowas? Nö? Gibt es noch Aufträge? Ja, hier. Sick Willy, was? Sick Willy, ist das... Das ist der Auftrag von Besso, genau. Da unten. Da unten. Da unten. Meinst du das ernst? Stier Sick Willys goldene Uhr? Nee, das ist nicht der Hauptauftrag. Das ist der Dieb. Jetzt darf ich ihn danach suchen. Begib dich zum Greystone-Platz. Das ist die Bank mit dem DLC. Werden wir auch noch machen. Aber Greystone-Platz, das dürfte es doch sein. Also, denke ich jetzt mal. Um ehrlich zu sein, rate ich jetzt einfach herum. Aber, ich glaube, Greystone-Platz müsste die Hauptquest sein. Das ist wiederum erneut hier in der Richtung. So oft, wie wir mittlerweile hier durchgegangen sind, hätten wir am besten die Kisten schon am Anfang einfach weggeräumt. Okay. Das lassen wir mal lieber. Ich habe gesagt, das lassen wir mal lieber, okay. Ich muss wahrscheinlich jetzt durch diese Richtung einfach an den Wachen vorbei. Da oben sehe ich soweit nichts, aber da wäre schon mal eine Tür. Zum Glück keine Bewohner in der Nähe, die einen Herzinfarkt bekommen, sobald ich sie berühre. Also die Tür, nicht die Bewohner. Da.
Zack. Und... Schublimul! Das sagt man so bei uns, wenn man eine Tür öffnet. Sieht sauber aus. Hab einen Kommentar bekommen, dass es irgendwie enttäuschend wäre, wie wenig man dabei rauskommt, wenn man in Häuser eindringt und dass dort kaum Wachen sind. Oder keine eigentlich, noch nie bisher. Das stimmt schon. Also ich hätte mir am meisten... Okay, das ist jetzt ernsthaft mal cool. Was zur... Aber ich sag's mal so, die meisten Häuser sind ja echt ziemlich langweilig. Seht ihr das? Oh nö, bitte guckt nicht hin. Ne, es ist ein Gemälde, das dürfte in Ordnung gehen. Guter Fall. Ja, der unstillbare Appetit. Bild 3 von 12. Und was zur Hölle? Was zur Hölle hat der Kerl gemacht, wenn er hier saß und auf das Bild geguckt hat? Ich glaube, er hat versucht, es abzumalen. Ja. Aber der Stift, den er dazu verwendet hat, ist ein sehr komischer. Ups. Sollte es soweit gewesen sein? Und hier geht's tatsächlich auch schon weiter. Ein Freund in Not, Kapitel 4. Ich habe gehört, dass es 8 Kapitel sind. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich schon mit der Hälfte des Spiels durch, wenn ich mich nicht irre. Aber das sind ja nur die Hauptaufträge. Und los. Ja. Jetzt lädt's. Wir sehen uns dann, wenn das Ding fertig ist. Ah nee, ihr könnt ja den Text da lesen. Alles klar. Findet Jacob auf dem Greystone-Platz. Wisst ihr, woran mich das hier gerade erinnert? Vom ersten Blick an muss ich irgendwie an die Intro-Sequenz denken, wo wir noch mit Aaron unterwegs waren. Dieses, Ziemlich viele panische Leute am Greystone-Platz. Von Jacob bekomme ich nichts mehr. Aber gleich bin ich am Haus von Eastwick, dem Architekten des Barons. Wenn jemand eine Hintertür in den Bergfried kennt, dann sein Erbauer. Okay. Wir sollen in den Bergfried und deshalb sollen wir im Büro des Architekten praktisch die Pläne klauen, sag ich mal, beziehungsweise von dem erfahren, wie zur Hölle komme ich denn jetzt da hier Hintertür und so. Wäre schön. Junge. So eine Furie. Eine Sache, die mir gerade ganz krass wieder auffällt, die Level laufen irgendwie tausendmal flüssiger als der Free-Mode, sag ich mal. Ja, ich kann selbst auch kaum was verstehen, um ehrlich zu sein. Also, Entschuldigung dafür. Wow. Ich sollte vielleicht auch... Oh, nö. Doch, man kann da unten hin. Anscheinend. Und ich hatte auch gerade das Gefühl, da hätte was geglitzert. War aber wirklich nur ein Gefühl anscheinend. Okay. Huh! Die Stadt ist so schön, Mann. Was zur... Ich hoffe für Berso, der Bergfried ist so robust, wie alle sagen. Das heißt, wir wissen jetzt, Berso wird im Bergfried, gehalten praktisch, gefangen gehalten. Und wir wissen auch, mit dem Bergfried ist irgendwas passiert gerade. Scheint wohl jemand sehr laut gefurzt zu haben. Explosiv vor allem. Dadurch. Es war gerade irgendwie so eine Mirror's Edge-like Sequenz. Leider auch genauso
Liniao! Oh oh, jetzt kommt's. Oder? Nö, geht eigentlich. Eastwicks Stadthaus. Raffinesse war nie seine Stärke. Wie es aussieht, mache heute nicht nur ich einen Hausbesuch. Moment mal, Eastwick oder Eastwicks, das war doch, Eastwick hat das hier selbst gebaut. Geheimgänge, Maschinen in den Wänden, jede Menge Tricks. Er hat sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Aber passt auf, ich will nicht, dass er entkommt. Sir, ist Eastwick nicht der Architekt des Barons? Ja, und er darf das Gelände nicht ohne Eskorte verlassen. Ich hoffe für ihn, dass die Festung nicht brennt, weil er geplaudert hat. Ups. Okay, Eastwick, der Name kommt euch vielleicht bekannt vor aus dem Puff. Der stand auf so einer Liste. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, in welchem Zusammenhang. Oh, Moment mal. Yep, da ist ein Hund. Nichts. Oh, oh, oh. Oh. Oh, ups, hi. Ja, super. Scheiße. Komm, töte mich. Es macht keinen Sinn mehr. Es macht keinen Sinn mehr. Ich hab grad, auch nachdem ich entdeckt wurde, alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte. So. So, der verdammte Hund, den schalten wir jetzt direkt. Das ist aber unser letzter Fall dieser Art. Bringt uns auch nichts. Hoffentlich krieg ich nicht den Schwerpunkt. Ja, hoffe ich auch für dich. So, hier wäre noch Schatten. Jetzt, schnell. Geht es? Fuck! Ich komme noch von irgendwo her. Kann ich nicht dahin zurückkehren, wo ich herkomme? Hier ist keine Leiter. Nirgendwo. Ja, jetzt habt ihr mich. Ist mir schon klar. Ja, erstmal ein Bitchslap. Wenn ich schon sterbe, kann ich auch zum Abschied einen Bitchslap verteilen, finde ich jetzt persönlich. Na super. Okay, wären wir diesmal ein bisschen schneller, könnten wir es packen. Vor allem beim Schlossknacken schneller. Das. Da. Da. Zack, mach auf. Denkt ihr, sie haben uns bemerkt? Oh, fuck, fuck, fuck! Er ist verschwunden! Ja? Keine Ahnung, wo er sein... Nee, nicht dein Ernst. Nein! Ich hab dich gewarnt! Oh, fuck! Aus dem Weg! Ja, ich bin tot. Schön, dass sie telepathische Kräfte haben und durch Schränke sehen können. Geht das Licht hier nochmal aus? So, jetzt aber. Jetzt direkt. Mach auf! Bitte da zur Seite. Bitte da rein. Oh. Aha. Wo denn?
Okay, dieses Mal habe ich jetzt wirklich so schnell wie möglich gemacht. Alles ruhig. Hier ist niemand. Genau. Hier ist niemand. Zack. Würde sagen, das haben wir geschafft. Wenn er es noch einmal versucht, bin ich bereit. Keine Sorge, ich habe aufgegeben. Bin schon weg. Was wäre das da? Bleib einfach wachsam. Bleib wachsam. Ihr seht das doch auch. Pfeil vielleicht? Wäre komisch, wenn ich dafür einen Pfeil brauche. Nee, Pfeil macht Bleib nichts. Einfach wachsam. Bleib wachsam. Was macht das? Ja, okay, jetzt habe ich das Gas ausgestellt. Aber was bringt mir jetzt... Jetzt kann ich auf den Stein drücken, oder wie? Wow! Wow, wow, wow! Eastwick, danke! Geheimnisse sollten nicht in Glashäusern sein. Ja. Es ist irgendwie ein dummer Geheimgang, oder? So ein guter Architekt ist es vielleicht jetzt auch nicht. Ich bin froh, wenn das alles vorbei. Alles klar, wir sind im Anwesen drin. Kann ich... Was macht das? Was? Ah, Fallen wahrscheinlich. Hier wäre jetzt vermutlich alles voll gewesen von denen. Der hier Mann die Platte zum Beispiel. Zu verbergen. Wäre die Lage anders, würde ich das hier genießen. Hier dürfte ja eigentlich keiner sein. Ist ja ein Geheimgang. Ich hatte ein schönes Leben. Was soll ich jetzt machen? Ihr habt es doch auch gehört gerade, oder? Meister Eastwick macht es richtig. Ich sollte mich in den verdammten Keller einsperren. Ein Koch. Okay, Eastwick ist im Keller eingesperrt. Komisch allerdings, denn wir sind ja im Keller. Das hier wäre ein Ausgang. Ich frage mich aber gerade, ob es noch andere gibt. Sieht nicht so aus. Okay, gehen wir durch den Ausgang. Ich werde krank. Das spüre ich. Wo ist er jetzt? Laufen aber wahrscheinlich dabei dem Koch in die Arme. Oh ja, super. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Zack. Alter. Ich möchte gerne noch ein paar von den Flaschen mitholen. So 50. Was? Ich kann kein... Was wäre das denn? Das wäre doch Essen, oder? Ich kann also kein Essen mehr holen? Sie wird das nie erfahren. Ich gehe auf dem Heimweg bei den Docks vorbei. Ups. Oh, der kommt jetzt hier runter, denke ich. Oder? Ich könnte es bis zum Schrank machen, so. Okay, was haben wir? Wir haben einen Koch, wir haben einen Wachmann. Der Wachmann geht, der Koch bleibt. Es wird spät. Ja, dann geh doch. Was? Verdammt. Verdammt. In der Hoffnung, dass er jetzt... Oh, fuck. Was ist das? Wieso ist mir das eben nicht aufgefallen?